Guten Tag, hier ist der Gusor und er zockt, wie er es angekündigt hat, wieder einmal GTA. Was gibt's dazu zu sagen? Mit Gamepad wieder am Start auf jeden Fall. Ich hoffe, mit dem Sound haut's hin, weil ich jetzt zusätzlich auch den Sound über Fraps aufnehme. Und das wäre ziemlich, ziemlich cool, wenn das klappen würde. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich will jetzt halt wirklich mal einfach nur das Ding erkunden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier einfach mal komplett links lang fahre, dann will ich mal sehen, was mich da so alles erwartet, wo ich da hinkomme. Ah, okay, das ist hier gleich Military Base. Das heißt also, wir gehen hier gleich mal richtig in die Vollen. Kommt, was kostet die Welt. Egal. Ich glaube aber, ich komme da nicht einfach so rein. Das heißt, ein bisschen Gas müssen wir hier schon geben. Und los geht's. Mal gucken, ob das so klappt. Ja, ich meine, noch ist die Kiste echt lahm. Aber es... Ja, es war klar. Es ist einfach der absolute Gozer No-Skill. Das war mir so klar, dass ich da nicht diese scheiß Rampe treffe. Aber nichtsdestotrotz werde ich das noch ein weiteres Mal probieren. Ich habe mir da am Wochenende ein Video zu angeguckt, wie man ohne Sterne in die Military Base reinkommt. Und fand ich ziemlich geil. Also das geht ja wohl mit einem Taxi. Und wenn man dann eine Mission anmacht, dann... Ja genau, kann das sein, dass dieses Auto hier einfach gar nicht reinpasst? Nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit irgendwie die eierlegende Wollmilchsau bekommen möchte und die gibt's hier aber gar nicht, weil mein Auto einfach mal so scheiße breit ist. Also ich würde theoretisch würde ich hochkommen, aber ich wette mit euch, das krieg ich wieder nicht hin. So, jetzt gucken wir mal hier. Ach, kack die Wand an hier, gib Gas. Wir wollen da hoch. Na, das wird nie was. Oh, ich bin einfach nur total schlecht. Das heißt also, Auto wechseln und da hochjachtern. Auf jeden Fall, das ist mir jetzt als Ziel gesetzt. Definitiv möchte ich da langfahren und ich möchte diesen Menschen überfahren. Ganz genau das habe ich getan. Das war jetzt ein bisschen sehr viel Gewalt für den heutigen Tag. Vollkommen egal. Ich liebe es teilweise auch. Alter, zack. Yay. Okay, wir steigen aus. Wir steigen aus und gucken mal, was wir hier automäßig... Ja, du brauchst gar nicht wegrennen, Junge. Zack, liegst du nicht. Toll, wa? Ja, komm her, komm her. Kein Thema, komm her. Bam, Alter, du... Oh, liegt da wieder. So. Wir brauchen... Ein schönes Auto. Also, na, was heißt ein schönes Auto? Ein schönes Auto ist mir eigentlich total Banane. Ja, genau, Bulle direkt neben mir, Alter. Ach, genau, mal. Oh, nee, das ist doch ein... Das ist jetzt was, was hätte nicht sein müssen, auf keinen Fall. Aber... Was war das? Ich habe eine neue Mail, ja, egal. Das passiert öfter mal. So, ah, nee, er hat gleich eine neue... Okay, also er hat gleich neu probiert aufzunehmen, warum auch immer. Kleinen Moment. Was mit ihr hier? Klappe hier. Geh, wo du wohnst. So. Autochen. Schnelles Autochen, halbwegs. Weil wir wollen natürlich immer noch da rein. Probiere ich mal, es wäre natürlich jetzt sehr, sehr toll, wenn ich hier einfach nur rüberspringen könnte. So. Ja, 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 herzlichen Dank. Du bist auserwählt worden, mir dein Auto zu geben und einfach auf der Straße zu liegen. Das ist doch schön. Will jeder mal machen. So. Gib dem Gusor dein Auto, dann wird es dir definitiv besser gehen. Deinem Auto zwar nicht unbedingt, aber dir auf jeden Fall. So, dieses Auto war auf jeden Fall verdammt schnell und hat auf jeden Fall einen Stunt-Bonus verdient, würde ich sagen. So, wir sind hier drauf. So, also hier, neues Auto. Zack, hier. Bam, Junge.
Auto geschnappt. So. Oh, das ist ja gar nicht so langsam. Alter. Mission. Begrüßungs... Nee. Wollen wir nicht? Ist da was? Ich drehe hier nochmal eine Runde. Und probiere jetzt nochmal damit rüber zu fliegen hier. Über diese Hütte. Weil... Ich glaube, dieses Fahrzeug ist extremst gut. Das ist jetzt echt... das fährt wirklich schnell. Scheiße. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's einfach mal kommen sehen. Egal, jetzt ruppen wir hier hoch. Also die Kameraperspektive hat sich schon mal nicht geändert. Da habe ich mich einfach mal... Wie aber auf einmal vier Räder brennen können. Okay. Ist heute nicht so mein Tag. Aber... Der von ihm auch nicht. Wobei mir einfällt, wenn ich den getroffen hätte, dann hätte ich das Auto eh nicht mehr verwenden können. Mann, ich musste einfach ein bisschen mehr nachdenken. Nee, jede Kugel zählt. Ah, ich glaube echt, ich gehe in diesen Einzelspieler-Modus nochmal rein. Weil das finde ich irgendwie doch ein bisschen interessanter. Hallo, wer bist du? Gehen Sie bitte nach Hause, es gibt nichts zu sehen. Erstmal schön zwei Sterne. Haha, ein Tooster. Ja. Das Maul, Junge. So, Knarre her. Wie gesagt. Oh, nein, wir... Kein Stress. Wir sind alle ganz friedlich. Und ich möchte jetzt nur einfach ein Auto haben. Oh, kommt, Leute. Seid nicht böse zu mir. Kommt, ich habe nur 102 von euch getötet. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt gehen wir hier erstmal rein. Achso, und dann habe ich noch was mitbekommen. Klar, ihr werdet sagen, naja, kennen wir doch. Aber wenn ihr in einer, ja, im Spiel am Start seid und eben keinen Bock auf Bullen habt, dann könnt ihr auch euch in ein LKW hinten reinsetzen. Und ihr sagt eurem Kumpel, ey, hier, mach mal bitte den LKW an. Und fahr mal kurz ein bisschen hin und her und dann geht der LKW zu und die Bullen sehen euch nicht mehr. Das finde ich auch ziemlich nice. Weil kann natürlich schon helfen. Bei einer Mission oder so. So, jetzt fahren wir hier mal rauf. So, jetzt ja, cool. Die Bullen sind schon mal weg. Das ging sehr schnell. So. Ja, hier, ja, okay, das sieht ja schon mal prädestiniert dafür aus, dass wir da jetzt runterfahren. Das heißt also hier jetzt einfach mal ein U-Turn. Naja, was sich U-Turn so nennt so. Und los geht's. Top, die Watte quillt. Na, die Kiste hat sich schon mal nicht explodieren lassen. Das ist ja schon mal etwas. Das ist ja definitiv schon mal besser als nichts. So. Oh, Bandenkrieg. Ah, geil. Gangfight. Haha. Juhu. Da habt ihr mich natürlich wieder. Da habt ihr mich natürlich definitiv wieder. Und das wird sich auch nie ändern. Ich stehe da sowas von drauf. Was mit ihm hier? Er ist garantiert kein Gangmember, aber egal. Sehr gut. Okay, Bullen losgeworden. Und jetzt hoffe ich, dass ich da wieder den Gangfight machen kann.
Bitte, bitte, bitte. Da stehe ich so derbst drauf, echt. Ich weiß auch nicht, was mich da reitet immer, aber ich finde das cool. Ich finde das einfach cool. So, wie war das? Das war. Nee. Das war mit Q genau dahinter. Aber war nicht auch noch irgendwas? Hinknien? Genau, schalt die Gangmember aus. Das machen wir ganz offiziell hier. So, und jetzt. Ja, ach so, jetzt ist er auch auf einmal wieder einer, der mich killen will oder was. Ja, schalt die Gegner aus. Erstmal chillen. Erstmal chillen. Und hier ein bisschen. Ja, genau, die Bullen suchen mich natürlich auch wieder. Ist natürlich ziemlich klar. Ist natürlich ziemlich klar. So, jetzt gehen wir mal hier rein, 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 rein. Ihr kennt mich? Ich bin da ja ein totaler Schisser. So, der erste. Ich glaube nicht, ich hoffe nicht, dass er durch die Scheibe schießen kann. Oh nein, also wenn sie jetzt Scheiben kaputt gebrochen haben. Ja, schade. Außer Gefecht, erstes Mal, aber nicht weiter wild. Komm her, du. Nuke schnell. Ist da einer hinter mir tatsächlich? Echt? Eat that, ja. Gibt gleich einen auf den Keks hier, Junge. So, jetzt gucken wir mal. Boah, ich will mich eigentlich hinknien. Wirklich, ohne Scheiß jetzt. So, zwei. So, nächster. Weiter geht's. Hinter mir. Nicht, dass einer hinter mir steht. Na, das ging doch schon mal ganz gut. So, weiter geht's. Mitten in den Sack, Junge. Schalt die verbleibenden Gegner aus. Kriegen wir hin. Erstmal wollen wir aber natürlich die Knarren einsammeln. Klar, jeder andere sagt, ey, du hast da ganz andere Sachen zu tun. Aber ich will, so sobald ich sehe, oh, da kann ich was einsammeln, da muss das sein. Ein Kopfschuss ist gar nichts. Aber ey, ganz ehrlich, sorry Leute, ich spiele das halt so super selten. König im Schloss. Okay, König im Schloss. Also ich soll irgendeinen ausschalten. Sehr gut. Machen wir. Kriegen wir hin, denke ich. Das heißt also, irgendein kleinen Boy müssen wir hier ausschalten. Gucken wir mal. Wir nehmen hier mal unser Auto wieder. Da wissen wir jetzt genau, dass das Ding mal richtig schnell ist. Oh, ich liebe diese Gangfights. Oh, ich liebe das. Ey, das Ding ist aber jetzt ohne Scheiß, das ist echt nicht langsam. Ich weiß, alle anderen sagen natürlich, wie kannst du sagen, dass das Ding schnell ist? Aber ich finde, das ist schon gar nicht so verkehrt. Jetzt echt mal. Das Ding sieht aus wie Omas Karre und dann kann das Ding doch ganz schön was reißen. Ist meine Meinung. Zack, und dann springt der Guso einfach mal hin und her. Und oh, ich habe mich wieder richtig auf GTA gefreut und so muss es halt eben auch wirklich sein. Nicht irgendwie, oh naja, ich muss, sondern nein, ich will. Ah, die Kamera hält nicht mehr lange aus. So. Dann machen wir hier auch erstmal einen Cut und dann gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal ausschaut. Ich wünsche euch was. Ihr haut rein. Ciao, ciao.